wir beschlossen haben, uns selbst auszulöschen. Ja, um auszusterben, ja. Die Außerirdischen haben ihre Wissenschaftler, Biologen, Soziologen, Philosophen und Mediziner. Und sie alle haben einstimmig festgestellt, sogar die Philosophen, dass wir als Rasse aussterben wollen. Und wir handeln jeden Tag so, dass dies in der Zeit geschehen kann. Unsere Handlungen selbst gegenüber den Menschen, die wir am meisten lieben und mit denen wir uns fortpflanzen und die Existenz auf diesem Planeten weiterführen sollen, sind zerstörerisch. Das bedeutet also, dass in unserem menschlichen Instinkt der Instinkt steckt, das Leben nicht zu erhalten, sondern es auszulöschen. Dies wurde von der Außerirdischen genauer untersucht, die davon ausgehen, dass der Instinkt zur Selbstzerstörung durch die Genetik des Geoids der Mutter Erde induziert wird. Durch die Urelemente der Materie, Wasser, Luft, Erde und Feuer und durch seine Gene und seinen Antikörper veranlasst sie den menschlichen Verstand, sich selbst auszulöschen, um seine eigene Existenz zu schützen. Laut der Studie der außerirdischen Wissenschaftler hat die Erde einen neuen genetischen Code entwickelt. Sie sieht in der Menschheit eine Bedrohung für ihr eigenes Überleben und das von Millionen anderer Lebewesen, die sie liebt und erhalten will. Obwohl sie anerkannt, dass wir der dominierende Primat auf dem Planeten sind. Wir regieren die Erde und haben auch die Macht, sie zu zerstören. Da die Erde ein Lebewesen ist, sind in ihrem genetischen Code zwei Dinge einprogrammiert. Die Reaktion der Naturelemente, Phänomene wie Erdbeben, Flutwellen, die es schon immer gegeben hat, wurden nun verstärkt, um unsere zerstörerische Aktivität zu stoppen. Die Übertragung durch ätherische Botschaften und genetische Codes des Auslöschungsinstinkts auf unseren ätherischen Körper mit der Zielsetzung, ihr Leben zu schützen. Das ist es, was mir die Außerirdischen gesagt haben. Da wir aber einen freien Willen haben, können wir uns auch für das Gute und nicht für das Böse entscheiden. Wir haben die Macht, diese Entscheidung der Erde, uns auszulöschen, durch neue Taten zu ändern. Und deshalb die Jungen, deshalb Sonietta, deshalb die Jugendgruppe, deshalb die Revolution, deshalb der Protest, deshalb die neue Form Leben zu geben und das Wir wollen leben und das Nein zum Krieg. Diese neuen Impulsen werden von der Erde aufgenommen, die daraufhin ihre genetischen Codes und ihre ätherische Übertragung auf die menschliche Rasse ändern könnte, um das Aussterben zu verhindern.